Entzündung. What the fuck? Hey, na? Heute habe ich drei Loadouts für euch. Ein Pestilenz-Bild mit sehr hohem Schaden über Zeit, funktioniert jetzt auch auf Drohnen, Geschützen, Hunden und eigentlich allem. Ein Headhunter-One-Shot-Bild mit ekelhaft hohen Schadenszahlen, aber nur mittelmäßigem Nutzen. Ich meine, hey, der Nummer 1 Clickbait-Bild sollte eben einmal realistisch durchgesprochen werden. Und ein Standard-Loadout mit viel DPS, das in beinahe jeder Situation gut davonkommt. Das Beste daran ist, falls Überlebensfähigkeit gewünscht wird, lässt sich das einfach rekalibrieren und man kann mit hohem Schadensoutput auch eine Menge tanken. Der Pestilence-Build unterscheidet sich von normalem DPS, da der Dot nicht mit Headshot oder Crit skaliert. Also steigern wir alle anderen Schadensquellen so gut wie möglich und nehmen nebenbei noch Weapon Handling mit. Rucksacktalent Vigilance, weil es weiterhin den meisten Schaden bringt und beinahe permanent aktiv ist, und Perfect Glass Cannon, da wir viel hinter Deckung chillen können, während der Dot die Arbeit verrichtet. Hollow Man von Jarl als Maske, eine Alternative wäre ein drittes Teil Walker und Harris, Contractor's Gloves von Petrov als Handschuhe und Sawyer's Knee Pads als Knieschoner. Eine Alternative wäre Fox's Prayer von Overlord. Dazu zwei Teile Walker Harris für weiteren Schaden über Brandset und höher kriegt man es dann erstmal nicht. Ich empfehle Weapon Handling für erhöhte Nachladegeschwindigkeit und Präzision. Alternativ kann man über andere offensive Stats den direkten Schaden der Pestilenz erhöhen, nicht aber den Dot. Agent, have Isaac scan the parts.
recovery team. Link up with them and you'll be done there. Proponents identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can wriggle with a warhead and some means of propulsion, they wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. Serious trauma detected. Database match indicates designation LMR 90. That would be the missile, then. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it. The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Nun zum Headhunter-Bild. Die Schadenszahlen und Time-to-Kill sind wirklich übertrieben, aber dazu kurz erklärt, was das Talent bewirkt. Bei einem Headshot-Kill wird der nächste Schuss mit Schaden überladen, nämlich 125% bzw. 150% bei dem perfekten Talent. Bei hoher Feuerrate ist das ziemlich irrelevant, aber bei Waffen mit ordentlich Wumms pro Schuss lassen sich damit Schadenswerte für One-Shots erreichen. Und diese One-Shots überladen den nächsten Schuss bis zu einer Grenze von 800% oder 1250%, je nach Kopfschussschaden. Damit liegt der Nachteil auch auf der Hand. Es wird exakt ein Schuss überladen und um die Combo aufrechtzuerhalten, muss dieser Schuss auf dem Kopf töten. Hunde, Drohnen, Gegner mit Kopfschutz, all diese Gegner werden die Combo abbrechen. Das Gute dabei, die Panzerung wird mit Sicherheit durchbrochen. Das Schlechte, ohne Combo ist nicht jeder Veteran oder Gegner mit einem Schuss tot. Das Aufbauen der Combo benötigt also erstmal schwache Gegner ohne Kopfschutz, jedes Mal wieder. Die jeweilige Effizienz von dem Talent ist super schwankend. Daher habe ich zwei Testruns, einer wo alles super klappt und einer wo es mäßig klappt. In spezifischen Situationen kann man mit diesem Loadout die besten Ergebnisse erzielen, im Durchschnitt hat man aber mehr Probleme oder Schadenseinbuße, als man mit den anderen beiden Loadouts hätte. Aber hey, der Spielstil ist einzigartig. Seems like these guys are salvaging and repurposing anything they can from this place. They're crafty bastards, I'll give them that. Tag anything useful and I'll send in a recovery team later. Now blow the shit out of anything too dangerous. Shotguns locked and loaded! Got something for ya! Reinforcements incoming. Keep moving. We need to clear the next hole. Things up there. Keep moving. You still got two halls to clear. Hostile radio.
Isaac, scan the parts. Science critical. Setting a recovery team. Link up with them and you'll be done there. Components identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can rig it with a warhead and some means of propulsion, they wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. Database patch indicates designation LMR-90. That would be the missile, then. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it. The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Russians! Coming this way! Out of action and they lost a big stock. True Sun's munitions detected. Division's here! We need to figure out what they're doing here. See if you can find any intel on their operation. Seems like these guys are salvaging and repurposing anything they can from this place. The crafty bastards, I'll give them that. Tag anything useful and I'll send in a recovery team later. Now blow the shit out of anything too dangerous. Flank them! It's the only way! Need to get away! Make sure of your target! Sun's reinforcements incoming. Keep moving. We need to clear the next hall. When you're done fucking things up there, keep moving. You still got two halls to clear. Hostile radio. Thank you.
recovery team. Link up with them and you'll be done there. Components identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can rig it with a warhead and some means of propulsion, we wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. Database match indicates designation LMR-90. That would be the missile, then. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it! The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Was könnte das dritte Loadout sein? Wait, ich erinnere mich, das habe ich am Anfang des Videos gespoilert. Ja, Standard Allrounder DPS. Klingt langweilig, aber meiner Ansicht nach das angenehmste Gameplay für nahezu alle Situationen. Übliche Auslegung des Speedrun Loadouts mit Auslegung auf maximiertem Schaden. Dafür ist auch weiterhin die Verwendung des Spreadsheets sinnvoll. Nur die Waffenwahl sollte überlegt sein. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von der Police M4, denn sie ist auf mittlere und hohe Range sehr akkurat. Dazu passt perfekt eine Schrotflinte mit Perfect Pummel. Mein Favorit ist die Enforcer. Nun das Ding. Dieses Loadout lässt sich leicht je nach Bedarf anpassen. Mehr Überlebensfähigkeit gewünscht, Weapon Damage austauschen gegen Skill Tier. Am besten auf 3 Items. Ein Schild auf Skill Tier 4 mit High vom Techniker ist tanky genug für Legendary. Mehr Optimierung auf Shotgun gewünscht? Einfach ein bisschen Präzision reintunen. Jedenfalls steigert man den Schaden so hoch, wie es über Waffenschaden und Critical Hit Damage geht und nutzt die jeweiligen Items, die am besten zu den Waffen passen. Man muss abwägen, ob man beispielsweise Fenris Knieschoner oder Fox's Prayer nimmt, denn das Brand Set von Fenris ist ganz nett, aber die Out-of-Cover von Fox's Prayer sind einzigartig und multiplikativ. Über die genaue Optimierung von dem Loadout könnte ich lange sprechen. Schaut euch dafür am besten das alte Loadout-Video vom Title Update 9 an. Die Rechnungen sind noch die gleichen. Seems like these guys are salvaging and repurposing anything they can from this place. They're crafty bastards, I'll give them that. Tag anything useful and I'll send in a recovery team later. And blow the shit out of anything too dangerous. Keep moving. You still got 2 halls to clear.
Sending a recovery team. Link up with them and you'll be done here. Components identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can rig it with a warhead and some means of propulsion, they wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. Database match indicates designation LMR-90. That would be the missile, then. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it. The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Detected. We need to figure out what they're doing here. See if you can find any intel on their operation. Seems like these guys are salvaging and repurposing anything they can from this place. They're crafty bastards. I'll give them that. Tag anything useful and I'll send in a recovery team later. And blow the shit out of anything too dangerous. Trusan's reinforcements incoming. Keep moving. We need to clear the next hole. Fucking things up there. Keep moving. We still got two halls to clear. Sending a recovery team. Link up with them and you'll be done there.
components identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can rig it with a warhead and some means of propulsion, they wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. Database match indicates designation LMR 90. That would be the missile, then. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it. The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Immediate medical assistance needed. Weitere Loadouts wie das Status-Effekt-Set könnten auch nützlich sein, aber ich hatte noch nicht die Zeit, diese zu testen. Schreibt mir interessante Loadouts, Ideen oder Fragen in die Kommentare. Man sieht sich auf Twitch oder anderen Videos. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Bis dann!